ist ein zweites Jamaa-Gebet in der gleichen Moschee eine Bid'a? Das ist keine Bid'a, das ist umstritten zwischen den Gelehrten. Barakallahu fikum, sagt man nachher ein Jumu'ah-Gebet. Zwei Jumu'ah-Gebete ist das Bid'a, das ist keine Bid'a, wenn man das aus Notwendigkeit macht. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel eine Moschee in einem Dorf oder in einer Stadt. Und die Moschee kann bis 200 Leute aufnehmen, aber da kommen 600. Was sollen die Leute machen? Da haben sie keine andere Möglichkeit, außer zwei Jumu'ah anzubieten. Das ist Notwendigkeit, das ist kein Normalfall. Aber überleg dir, die Moschee kann 400 Personen aufnehmen und es kommen zu Jumu'ah 100. Sagen wir ja, wir machen zwei Jumu'ah. Das nicht. Das darf man nicht. Deshalb, Barakallahu fikum, ich denke, zwei Jumu'ah, das kommt, zwei Freitagsgebete. Das ist aus Notwendigkeit und nicht aus Wahl. Aber Jama'ah, zwei Gemeinschaften in einer Moschee, sollte man nicht tun. Nur eine. Das ist was anderes.